Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wie versprochen, habe ich wieder mal ein bisschen vorgearbeitet. Und zwar das Allergeilste sowieso. Wir haben 99 Kupfer und 47 Zinn. Ist das nicht geil? War eine Heidenarbeit, aber es hat sich gelohnt. Denn ich habe so einiges vor mit euch. Tragen zu viel, das ist doof. Das möchte ich nicht. Wir nehmen 20 immer noch zu viel. Achso, weil wir so viel Stein einstecken haben. Moment. Und noch ein bisschen Zinn, jetzt passt es. Ah, ne, passt überhaupt nicht. 493. Naja, wir werden es zur Schmiede rüber schaffen. Denn was ich als allererstes vorhabe, ist tatsächlich uns hier endlich mal, wo haben wir sie? Hier die Bronze-Spitzhacke zu bauen. Weil die Geweihspitzhacke, die ist einfach so lahm, ganz ehrlich. Das ganze Kupfer abzubauen, das hat so Ewigkeiten gedauert. Und wenn wir es doch schneller machen können mit einer besseren Spitzhacke, warum denn nicht? Außerdem müssen wir auch an der neuen Basis noch eine ganze Menge machen. So, wir haben schon wieder kein Kupfer mehr. Dann nochmal 10. Deswegen basteln wir uns jetzt erstmal die neue Spitzhacke. Was brauchen wir denn dafür? Achso, wir haben schon längst genug Bronze. Wir brauchen noch 3 Kernholz. Ah. Alles klar. Wir brauchten nämlich eigentlich nur 10. Also können wir 5 wieder wegpacken. Und dann gucken wir nochmal hier rein. Wir hatten auf jeden Fall noch 5 Kernholz. Genau, sehr gut. So, dann können wir Bronzespitzhacke basteln. Ich freue mich. Zack, da haben wir sie. Dann kann die hier nämlich weg. Was steht denn da? Was macht denn die an Schaden? Stechen, ja, ist es ja nicht unbedingt eigentlich, ne? Naja, steht nicht wirklich da, ist aber auch egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die. Und dann wäre es jetzt noch eine Überlegung wert, ob wir eventuell uns gleich noch ein bisschen Kupferrüstung basteln. Oh, wir haben gar keinen Platz mehr hier. Lass noch mal eben schauen. Was würde der Spaß denn kosten? Ein Brustpanzer, so rum. 5 Bronze, 2 Hirschfell. Na ganz ehrlich, die 5 Bronze haben wir doch eh noch übrig. Wo habe ich sie hingeworfen? Hier. Und Fell braucht man noch. Wo haben wir Fell? Hier haben wir Fell. Nehmen sie erstmal schnell komplett mit. Und dann machen wir uns erstmal einen Brustpanzer. Sehr cool. Dann kann das hier weg. Oh Mensch, das sieht ja mittlerweile richtig fortschrittlich aus hier. Und was wollten wir noch? Ich wollte noch mal gucken, weil wir dann jetzt auch mal demnächst bald noch den ganzen anderen Spaß bauen. Weil wir haben ja einen Fermentierer. Da brauchen wir auch noch Bronze für. Und ansonsten war es nicht mehr so viel, ne? Also auf jeden Fall den Fermentierer werden wir zeitnah basteln, aber den bauen wir uns in die neue Basis. Wir könnten die Kühlvorrichtung noch hier hinbauen. Dann würden wir die Schmiede wahrscheinlich noch eine Stufe weiter kriegen. Na gut, wir würden jetzt vielleicht am besten doch nochmal Metall holen. Eigentlich bräuchte ich 10 Stück. Ja, ich weiß. Du musst dich schon ganz schön abschleppen, mein Guter. Es tut mir wirklich leid. Eigentlich nicht. Dann machen wir nochmal... Ach, jetzt haben wir wieder nicht genug Zinn, oder was? Dann noch schnell Zinn geholt. Wie viel brauchen wir? 5, wir hatten noch 2, ne? Genau. Dann machen wir uns nochmal 5 Bronze. Und dann basteln wir uns vielleicht noch so einen Bronzehelm. Jawohl, so langsam sieht das doch mal nach einer richtigen Rüstung aus. Cool. Und auch wenn wir eigentlich noch genug da haben, ach komm, wir machen es gleich komplett, was soll's. Wir brauchen hier nochmal 5. Und hier brauchen wir nochmal 10. Ja, ich weiß.
Und dann haben wir halt die Kupferrüstung komplett und wir haben die geile Spitzhacke. Und dann zeige ich euch mal, was an der neuen Basis noch alles so passiert ist. Was brauchen wir noch? Brustpanzer haben wir. Helm haben wir. Wir brauchen den Beinschutz noch. Beinschutz anziehen. Dann gleich mal bitte hier rüber. So, und da sind wir einmal komplett. Zumindest von dem, was wir aktuell so schönes basteln können. Dann gehen wir nochmal hier rein. Scheiße, die ist auch voll. Dann müssen wir es jetzt erstmal bei Waffen mit reinpacken. Fell kann auch wieder weg. Eine Kohle packen wir später noch weg. Hier hauen wir noch das Harz rein. Ein bisschen Holz können wir gerne mitnehmen. Und wir können auch noch ein bisschen Stein mitnehmen. Es war zu viel. So. Ja, also wie gesagt, Zinn und Erz, also Zinn und Kupfer habe ich gesammelt. Wir haben ansonsten auch ein paar Schweinchen mehr. Wir können den übrigens auch Himbeeren füttern. Ach, so sollte das nicht sein. Ich glaube, das werde ich in Zukunft machen. Also die essen halt auch Himbeeren und Karotten und so. Und da kommen sie alle. Ich glaube, es war nicht genug. Naja. Ja, weil Pilze finden wir weniger als Himbeeren und deswegen macht das mehr Sinn. Mit den Karotten war ich selber ein bisschen doof. Ich habe jetzt den Flugrad nicht einstecken, zeige ich euch gleich noch. Ich habe hier noch eine kleine Kiste hinten gebaut, wo wir die ganze Kohle reinwerfen können. Dann gucken wir nochmal schnell, dass wir den Flug mit ins Gepäck packen. Nur damit ich euch das zeigen kann, weil ich habe ja die ganzen Karottensamen dort reingepfeffert und mich gewundert, dass ich keine... Neues Bauobjekt, Karottensaat. Warum steht es jetzt erst da? Das ist eigentlich genau das, was ich euch zeigen wollte. Oder dass ich es jetzt erst entdeckt habe? Gute Frage. Was wollte ich denn gerade noch mitnehmen? Die Samen wollte ich noch mitnehmen. Das sind die? Genau. Ich habe mir nämlich extra nochmal ein Video angeguckt, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass wir hier einen Karottensamen reinhauen und keine Samen zurückkriegen. Das war an sich schon richtig. Aber wir haben hier neben der Karotte noch Karottensaat. Ach nee, da brauchen wir gar nicht die Samen, sondern Karotten dann dafür. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Moment, wir pflanzen erstmal kurz die Karotten. Und dann können wir nämlich die Karotte nehmen und Karottensaat pflanzen und kriegen dadurch wieder neue Samen. Ich hoffe doch sehr, dass es mehr als ein Samen ist pro Karotte, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das der Fall sein wird. Ich habe ein Haar am Mikrofon. Lecker. So, Karottensaat. Dann machen wir das nämlich auch. Die packen wir hier drüben hin. Es muss ja auch irgendwann mal mehr werden. Gut. Ja, sehr viel ist hier an der Basis eigentlich nicht passiert. Ich habe das ganze Fleisch noch durchgekocht. Ach, und wir können wieder nicht schlafen. Ach, das ist ein Mist. Ich verstehe, jetzt geht's an. Ich verstehe es nicht. Wir schlafen noch mal eine Nacht und dann machen wir uns rüber zur neuen Basis. Haben wir auch schon gelesen, kennen wir alles schon. So, guten Morgen, liebe Sorgen. Ach du Scheiße, ist das hier neblig. Ich hoffe, an der anderen Basis sieht es besser aus. Und dann habe ich eigentlich alles einstecken, was ich brauche. Dann machen wir uns hier einmal durch. Zeige ich euch das noch kurz und dann machen wir uns nochmal eben auf Kupfersuche. Wir brauchen zwar keins, aber ich würde die Spitzhacke ganz gern mal ausprobieren. Ah, hier ist natürlich genauso neblig. Super, kann ich euch nicht mal zeigen, was passiert ist. Naja, auf jeden Fall, das Fundament ist weitergebaut. Noch nicht ganz perfekt. Hier sind noch ein paar Stellen, die ich verbessern muss. Und ich habe es noch mal ein kleines Stück vergrößert. Naja, und ansonsten habe ich eigentlich hier relativ großflächig einerseits die ganzen Berge abgehackt und etwas begradigt. Noch nicht ganz perfekt, aber schon relativ gut. Und ihr seht es, Holz gesammelt ohne Ende. Und ein bisschen Stein haben wir auch noch hier drüben.
Das sollte dann erstmal reichen, dass wir uns hier eine Werft bauen. Und ich habe dann definitiv auch demnächst noch vor, hier ein richtig, richtig, richtig großes Häuschen zu bauen. So mit 2 Etagen und so und ein bisschen hübscher als das erste. Gerade mit dieser schönen Aussicht, die wir leider gerade nicht sehen können, wäre das doch ziemlich cool. Ja, das Portal müssen wir natürlich nochmal umbauen. Ich habe uns noch ein zweites gebaut. Im dunklen Wald. Und habe das immer mitgenommen zu den ganzen Kupfervorkommen. Aber da sei euch auch gleich nochmal ein Tipp gesagt. Wenn ihr denkt, ihr könnt so schlau sein wie ich, schnappt euch Kupfer und Zinn und teleportiert euch damit zur Basis zurück. Dann nö, könnt ihr vergessen. Ja, ihr könnt euch mit den Gegenständen nicht teleportieren. Wir gucken mal. Hier unten hatte ich noch Kupfer markiert. Wir rennen gleich mal dorthin. Ja, deswegen hat das nicht viel gebracht. Ihr seht das dann auch an dem Symbol. Hier oben ist so ein durchgestrichenes Zeichen. Was halt einfach so viel bedeutet, wie ihr dürft euch damit nicht teleportieren. Aber zumindest hat es dann immer für einen Weg was gebracht, also hinzu zur Basis. Bin ich dann halt gelaufen und hab das Kupfer. Ach du Scheiße, das ist ja ein riesiges Kupfervorkommen hier. Ja, hab das Kupfer hingebracht und rückzu dann einfach wieder teleportiert. So spart man sich zumindest einen Weg. Wir müssen mal gucken, mit der alten Axt haben wir, oder mit der alten Hacke, haben wir 5 Schläge gebraucht. Das war Nummer 1. 2. 3. Verdammt, 4. Genauso 5. Das ist ja mager. Aber verbraucht es weniger Ausdauer? 4. Jetzt waren es 4. 1. 2. 3. 4. Jetzt, oh ne, 4. Okay. Sind wir schon wieder voll? Ach, weil wir so viele Steine mitgenommen haben. Verdammt. Jetzt trag mal wieder zu viel. Ah, dann können wir nicht mal springen. Naja, gut, aber ich glaube mal, das sind vielleicht 4 Steine. Ah, einer noch. 5 Steine. Auf die können wir auch mal verzichten. Ich wollte es ja bloß mal ausprobieren mit euch. Also ein Schlag weniger. Hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber naja. So, jetzt müssen wir hier vorne wieder zum Portal. Ist aber die Frage. Müssen wir mal kurz überlegen. Das hat jetzt... Ah nee, passt. Alles klar. Hier, ihr seht, ich zeig's euch nochmal. Ein Gegenstand verhindert das Teleportieren, also ihr habt keine Chance damit, euch zu teleportieren. Naja, jetzt ist die Frage, was machen wir am besten? Ich meine, wir können erstmal hier... Ich habe hier sogar noch Kupfer und Zinn drin. Ah, krass, okay. Wusste ich gar nicht. Dachte, ich habe alles mitgenommen. Naja, wir machen jetzt. Was machen wir? Wir packen das jetzt trotzdem erstmal hier rein. Ich hoffe mal ganz stark, dass hier nicht irgendwann nachts Grauzwerge kommen und die Truhe zerklopfen. Das wäre halt äußerst scheiße. Aber ich möchte mit euch jetzt eigentlich anfangen, ein bisschen die Werkbank. Die Werkbank. Was ist denn los mit mir heute? Die Werft hier weiterzustellen. Jetzt sehen wir es doch. Das habe ich gemacht. Glaubt mir auch, das war schon genug Arbeit. Aber es sollte erstmal reichen. So, wir fangen jetzt hier an mit der Werft. Holz haben wir jetzt gerade fast gar nichts einstecken. Wir bauen uns mal noch schnell so einen Steinstapel. Und nehmen uns noch ein bisschen Holz. Ich habe mir noch nicht groß Gedanken gemacht, wie die aussehen soll. Müssen dann halt auf jeden Fall hier noch das alles wegkloppen. Und dann 2 so eine, ja, so eine, wie nennt man es denn? Sowas wie ein Steg. Aber aus Stein halt, so nach vorne, dass wir langlaufen können. Und das Schiff dazwischen ist. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an mit Holzpfosten. Ich würde jetzt erstmal alle 2 eins machen. Und so. Sorry für den kurzen Cut hier an der Stelle. Leider hat mein Aufnahmeprogramm gesagt, nö, jetzt ist gut, wir machen mal eine Pause. Ja, ich habe es natürlich jetzt gerade eben erst gemerkt.
Ich habe hier das Grundgerüst noch ein bisschen weiter gebaut. Aber war ja jetzt nichts Weltbewegendes. Also sei mir verziehen. Wir machen das auf jeden Fall jetzt erstmal so. Und dann basteln wir am besten noch... eigentlich noch eine ganze Höhe drauf, oder? Reicht eine halbe? Als Deckenhöhe? Ein bisschen niedrig, ne? Nee, wir machen eine ganze. Obwohl, ich möchte ja eh nicht zwei Etagen machen, sondern eine. Dann war das jetzt eh Quatsch mit der halben. Ja, dann wird er wahrscheinlich auch noch... naja gut, so könnte es schon reichen. Ja, ich glaube, das passt so. Dann bauen wir die jetzt erstmal hier hin. Gerade hat es so gut geklappt. Ich dachte, das funktioniert. Aber leider nicht. Dann machen wir es uns mal kurz ein bisschen einfacher. Obwohl, nö. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Wir laufen hier gerade durch und ziehen von hier immer an jedem zweiten Balken einmal so ein Ding. Das sieht gut aus. Hier können wir fast an jedem machen. Und dann bloß mal gucken wegen der Tür. Aber es soll natürlich auch schön stabil sein, das Ganze. So, wir haben es gleich geschafft. Dann können wir den Holzboden ziehen. So sieht's gut aus. Dann müssten wir jetzt nochmal eine Lage querbalken. Eine Lage querbalken hier hinballern. Aber das kriegen wir ja auch von unten hin. Mal gucken, wie lange das Holz noch reicht. Na, ich wusste es. Kriegen wir noch einen zweiten Stapel weg? Ja, ne? Er hat nicht mehr aufgenommen. Schade. Aber das ist zumindest ein bisschen schneller erledigt. Dann können wir einen Boden ziehen. Weiß halt nicht, wie hoch das Schiff dann ist. Dass nicht vielleicht doch zu klein wird. Aber es soll ja auch nicht im Haus sein, sondern vor dem Haus. Das wird schon passen. Ansonsten müssen wir halt doch nochmal erhöhen. Der Hammer zerbrochen. Weinerei. Könnten wirklich mal was futtern. Ach, es ist mir so oft passiert jetzt schon, wo ich nicht aufgenommen habe. Es ist einfach gemeingefährlich, die Feuer in dem Spiel. Und schon wieder das Holz leer. Es geht echt, mit den Balken geht das echt verdammt schnell, ne? Dann nimm einmal die hier auf. Können natürlich auch generell mal Inventar ein bisschen leer machen, dass wir zwei Stapel gleichzeitig im Rucksack platzieren können. Hier wird es dann gleich, das wird nichts mehr. Muss erst von dem hier drüben noch gehalten werden. Dann hält's so. Dann können wir ja prinzipiell die Decke ziehen. So dass wir dann halt hier wirklich offen haben in der, auf der Seite. Mal gucken, ob ich die Balken komplett wegmache und komplett offen oder nur so ein kleines Stück. Das werden wir dann sehen, wenn wir hier die beiden Pfade da gezogen haben. Aber das haut soweit erstmal hin. Wird jetzt erstmal nur rein für die Symmetrie.
Kriege ich den da nicht ordentlich drunter gebastelt? Doch, jetzt. Das erstmal so bauen. Und dann machen wir jetzt noch Holzboden. Dazu müssen wir die Leiter nochmal wegreißen. Was habe ich denn jetzt weggerissen? Naja. Wie das Falsche, sag mal. Müssen wir jetzt mal Doppelleiter bauen. Ich würde sagen, die gleiche Richtung wie unten. Kriegen wir das jetzt von hier unten hin? Ja. Dann lasst uns noch schnell den Boden machen, dann sind wir auch schon wieder an einem Folgenende angelangt. Wenn wir es überhaupt schaffen. Nee, wir müssten eigentlich schon Schluss machen. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge hier mit dem Boden weiter. Dann können wir noch ein bisschen Dach machen und dann steht auch definitiv schon mal das Grundgerüst. Und dann können wir mal gucken, dass wir uns zeitnah ein Schiff basteln. Ja, und ansonsten werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen mal das Sumpfland besuchen. Weil Eisen wird halt echt nochmal ein Fortschritt. Vielleicht bauen wir uns auch den Fermentierer erstmal hier mit rein. Wäre ja nicht schlimm, dass wir zumindest da wirklich zeitnah anfangen und Sachen zu brauen. Ja, dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.